So haben ihn wohl die meisten in Erinnerung. Markus Husterer im Dress der Offenbacher Kickers. 3 Jahre lang war Husterer Abwehrchef der Kickers, doch mit der Insolvenz des OFC wurde der Vertrag des 30-Jährigen ungültig. Zudem verletzte er sich in der Rückrunde schwer am Knie. Einen neuen Verein hat er noch nicht gefunden, schließlich befindet er sich immer noch in der Reha. Auf dem Platz steht Markus Husterer aber trotzdem, und zwar als Trainer. Beim Offenbacher A-Ligisten FC Alemannia Kleinauheim ist Husterer seit kurzem Co-Trainer. Dem gebürtigen Ingolstädter, der seit einiger Zeit Besitzer der Trainer-B-Lizenz ist, gefällt sein neuer Job. Jetzt durch das, dass ich noch verletzt bin und das Ganze am Tag jetzt so als auch nicht höherklassig geht, passt das super. Ich wohne hier gleich 500 Meter weg und deswegen ist das super. Und für mich, mir macht es brutal viel Spaß, den Jungs Sachen zu erklären, die wir oben schon viel gemacht haben als Profi. Aber auch ganz einfache Sachen, um einfach hier Spaß zu haben bei der Alemannia und gerne ins Training zu gehen und auch gerne zu den Spielen. Über seine neue Tätigkeit als Co-Trainer freut sich nicht nur Markus Husterer selbst, sondern auch Andreas Kafir, der zuvor alleiniger Coach der Alemannia war und sich nun über die Unterstützung freut. Solange er hier ist und mich unterstützt, ist es auch für mich eine tolle Sache, weil ich auch von ihm lerne. Man lernt untereinander. Und von seiner Art her ist er einfach so umgänglich, das passt von den Absprachen her, vom Fachlichen her, bringt viel mit. Ist als Mensch sehr umgänglich und er kann auch viel vormachen. Man, ihm macht halt keiner was vor oder so, er kann dir wirklich gewisse Sachen gut rüberbringen und für die Mannschaft ist es ein absoluter Gewinn. Das sehen auch die Spieler so, die ihn nicht nur als Trainer, sondern auch als Menschen schätzen. Geiler Kerl, locker drauf, ja, nett. Ganz locker, lustig, macht ein paar Scherze und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Es bringt uns definitiv voran, also im positiven Sinne. Er bringt auf jeden Fall weiter. Wir sind die, die es nicht verstehen. Deswegen muss uns manchmal 2 oder 3 Mal erklären, aber es klappt und dann macht Spaß. Husterer selbst gibt die Komplimente direkt an seine Spieler, von denen ihn einige vor einem halben Jahr noch von der Offenbacher Waldemar-Klein-Tribüne aus anfeuerten, zurück. Ja, super, also wirklich sehr, sehr gute Truppe, sehr guter Teamgeist, was ich sehr, sehr wichtig finde in jeder Fußballmannschaft, egal ob jetzt hier in der A-Klasse oder auch in der Bundesliga. Und so vom Training her, sie ziehen mit, sie wollen lernen und sehr junge Truppe und ja, hoffen wir halt, dass wir in den nächsten Partien da gut spielen, Spaß haben und auch die nötigen Punkte holen. Bis zur Winterpause bleibt Markus Husterer der Alemannia auf jeden Fall erhalten. Bis dahin will er wieder so fit sein, dass er sich bei Profiklubs empfehlen und wieder als Spieler auf den Platz zurückkehren kann. Ob und wie es dann für ihn in Kleinauheim weitergeht, ist noch offen. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso mit meinem Kleinen auch auf dem Platz hier und das wäre auch der Donnerstag und ansonsten, ich habe gesagt, ich möchte hier gerne helfen und ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier Schluss ist. Ja. Vielleicht kann ich am Wochenende die Spiele dann nicht mehr so dabei sein, ja. Aber man kann auch sagen, warum kann ich am Donnerstag nicht hier dann trotzdem als Co-Trainer agieren. Also von dem her, das möchte ich jetzt nicht komplett ausschließen. Bis dahin freuen sich aber erst einmal alle Beteiligten über die Anwesenheit des neuen Co-Trainers.